Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder einen Vlog. Und man mag es kaum kauben. Es geht schon gut los. Man mag es kaum glauben, aber es wird ein Festival-Vlog. Oh mein Gott, nach 2 Jahren endlich wieder ein Festival-Vlog. Ich freue mich so sehr, ich kann es ja gar nicht realisieren. Und zwar fahren wir auf das Wolfszeit-Festival in Crispendorf bei Schleiz in Thüringen. Ega, bist du auch mal drauf? Und da gibt es hauptsächlich Pagan Metal und Black Metal. Und ja, da waren wir noch nie. Aber unser Hauptkriterium dieses Jahr war einfach, es ist Metal und es findet statt. Weil viel mehr Ansprüche darf man ja gerade zur Zeit nicht haben. Und ja, heute geht's los. Heute ist Anreisetag, Donnerstag. Die Bands spielen Freitag und Samstag. Und Sonntag reisen wir wieder ab. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass es endlich wieder soweit ist. Wettervorhersage war eher so semi, also so 14 Grad und Regen die ganze Zeit ungefähr. Mal schauen, vielleicht wird es ja auch ein bisschen besser, wir hoffen. Ja, und wir haben schon unser ganzes Zeug zusammengepackt. Und natürlich kommt unser Kumpel Nils auch jeden Tag vorbei und kümmert sich um die beiden. Also alles safe. Ich bin trotzdem schon ein bisschen aufgeregt, weil das ist das erste Festival, seit wir die Katzen haben. Und ich meine, wir haben die auch schon mal länger als 24 Stunden alleine gelassen. Von daher sollte das eigentlich kein Problem sein. Aber ja, die Babys halt, ne? Die Friede fängt schon wieder Stress an, ich glaub's nicht. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich war noch nie da. Es soll eher kleineres... Girls! Hört auf, euch zu prügeln! Ja, es soll ein eher kleineres Festival sein. Ich glaube, so um die 2000 Leute. Ich war ja bisher immer nur Festivals, die so 10.000 bis 20.000 Mann stark waren. Ich fahre mit meinem Papa und mit Alex, meinem Freund. Und genau, die dürftet ihr auch von dem Festival-Vlog schon kennen. Dann fahren wir jetzt gleich zu meinem Papa. Wir laden das Auto und dann geht's auch schon los. Wenn ihr die Festivals auch so vermisst habt wie ich, Festival-Vlogs, dann gebt auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben, kommentiert unten in die Kommentare rein, ob ihr dieses Jahr auf einem Festival wart oder noch fahrt oder konzertmäßig, wie es da bei euch so aussah. Und genau, auf jeden Fall abonnieren, Glocke aktivieren, dass ihr nichts mehr verpasst. Wir sind jetzt bei meinem Papa angekommen. Ich habe Getränke gemischt. Ich bin ganz froh, dass wir bei den Tschechen so eine große Palette davon geholt haben. Und ja, genau. Also das wäre schon mal fertig. Mein Freund packt gerade schon ins Auto. Mehr oder weniger. Huhn. Kampf. Huhn. Kampfhuhn. Genau. Geht's wie so hoch? So, wir sind angekommen, das Zelt steht, haben auch nette Nachbarn, die haben ein Pavillon. Das passt ganz gut, weil wir keinen haben dieses Mal. Und das Schiff, es ist schrecklich, es regnet wie aus Eimern. Und es hört einfach nicht auf, es ist richtig ekelhaft, alles nass. Naja, mal schauen. So, wir gehen jetzt mal vor mit unsere Festivalbändchen ab und unsere Tickets. Und gucken mal, so wie das Gelände so aussieht. Ich muss schon sagen, so mitten im Wald ist echt schön. Ich wollte eigentlich dieses Norwich mitnehmen. Guten Morgen, Freunde. Wir sind keine Freunde. Wir sind Freunde, aber doch, das kannst du wissen. Wir sind gut durch die erste Nacht gekommen. Ich habe gestern nicht so krass viel gefilmt, weil ich erstmal ankommen wollte. Und weil wir auch ganz, ganz viel mit unseren Zeltnachbarn gequatscht hatten, weil wir eigentlich die ganze Zeit zusammen waren. Es war auf jeden Fall eine sehr kalte Nacht. So kalt, dass Schatz sich seine Winterjacke angezogen hat. Ich habe hier im T-Shirt geschlafen und ohne Socken, weil alles nass war. Aber ich hatte Kuscheldecke, also alles gut. Wir waren gestern ja noch an der Bändchenvergabe. Einmal endlich wieder ein richtiges Festival, wenn ich nicht raste aus. Wegen meiner Prüfung musste ich ja alle abschneiden. Bin hier, keine Ahnung, WC
Flatrate und haltet euch fest, geimpft. Natürlich nicht. Mann, macht euch keine Sorgen. Genesen, aber für Genesen gibt es keine Extrabändchen. Ich denke, wir werden jetzt erstmal nochmal uns kurz hinlegen und dann irgendwann ein Frühstück machen. Wir haben auch ein Programmbändchen bekommen, da gucken wir dann gerne mal zusammen rein. Und ja, aber zusammengefasst, es ist halt mitten im Wald. Kein Signal, nichts. Kein Handyempfang, ist auch mal ganz angenehm. Jo. Es ist halt einfach nur sehr nass und kalt und sehr schlammig. Weil wir immer nur bisher Festivals auf dem Flugplatz hatten, wo so ein bisschen Teer war, aber hier ist halt alles Schlamm und ja, meine Stoffschuhe sind halt durch. Mal gucken, wie es meine Ersatzschuhe mitmachen, aber Gummistiefel wären halt ganz praktisch gewesen. Gewesen wäre, konnte ich ja nicht machen, bin nur drei Schwämmen. Gut. Hast du mal schön Frühstück? Wollten wir kleines machen, aber jetzt fahren wir einfach hier nach. Frühstück. So, wir gucken mal zusammen ins Heftchen. Das sieht eigentlich ganz schön aus schon mal. Hier sind erstmal so Infos über Corona und so. Und das gibt es hier als Merch. Ich bin noch ein bisschen unentschieden. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil da hinten die Bands mit drauf sind. Und das gefällt mir eigentlich besser vom Schnitt her und vom Motiv. Das sind die Bands heute. Ich kenne nicht so viele, aber Mark und Marduk will ich auf jeden Fall sehen. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen spiegelverkehrt, habe ich das Gefühl. Aber genau, hier ist so quasi alles zum Campen und hier vorne die Bühne. Und morgen will ich auf jeden Fall die vier sehen. Und die kenne ich wieder nicht. Und natürlich noch die Getränkeliste. Gin Tonic habt ihr schon getrunken und Malibu Maracuja. Und die Jungs trinken Odin-Trunk die ganze Zeit. Wollte euch mal kurz zeigen, unsere Zeltnachbarn. Der Jaden und der Kaktus. Moin. Mahlzeit. Genau. Zwei Mahlzeit. Das ist ganz gut, die hatten ein Pavillon, wir nicht. Und wir haben einen Tisch und sie nicht. Also. Deswegen sind wir jetzt Freunde. Wir haben quasi Freundschaft eingekauft, so wie wir es heutzutage gemacht. Man hat sich nicht mal kennen, wir waren einfach getauscht. Genau. Sie wurde auch schon durchgetauscht. Nein! Marius! Ich decke mich jetzt noch mal ein bisschen hin, eine Stunde, dreiviertel Stunde ungefähr. Bevor wir dann vor zur Bühne gehen und die erste Band spielt. Noch mal ein bisschen aufwärmen. Oh, ohne Scheiß, es ist so kalt. Es ist so ein schlechtes Wetter bei einem Festival, habe ich echt noch nie erlebt. Warum liegt denn eigentlich Stroh rum? Warum hast du eine Maske auf? Wegen Merkel! Hier ist die Bimmelbahn, das will ich morgen unbedingt noch machen. Ja, gerade die Spültoiletten aufgesucht, die sind so weit weg, das glaubt ihr nicht. Bestimmt einen halben Kilometer weg von unserem Zelt. Und dafür habe ich 10 Euro ausgegeben. Wahnsinn. Naja, jetzt geht's erstmal aufs Festivalgelände und endlich mal Live-Musik hören. So kann man auf dem Festival mit Stil rauchen. Das ist der BBC, ne? Die Big Black Cigarette. Also gegen Schlamm wird hier auf jeden Fall gesorgt. Ja, so semi-gut, aber wenn es aufgefrischt wird, geht's. Hier arbeiten die auch mit so Getränkekarten. Heißt, du gibst einen Zwani hin, kriegst du eine Karte und dann kannst du sie abstöpseln lassen. Nee, wie ist das? Hier so ausstanzen lassen, genau. Und kriegst du ja an der Cocktailbar, kriegst du deine Getränke. Ich werde der Typ, der zwei Gabeln mehr und ich würde jetzt zupacken hier. Ja, wir kommen aus Sachsen, wir können noch arbeiten hier auf Westen. Malibu, Maracuja und Odin-Trunk. Schöne Hose.
fahren. Verzieh es bitte. Dann ist echt sauer. So, jetzt geht's aber los. Ja, muss ich auch nicht. Yeah.
Flag verkackt. Was war denn das jetzt, ey? Morgen, es ist Samstag und Marduk und Bart waren ja gestern mal richtig geil. Und Papa und ich sind gestern doch länger bei Marduk geblieben. Wir haben es uns nicht bis zu Ende angeschaut, aber wir sind noch ein bisschen länger geblieben, weil es so geil war. Ey, hier tropft es rein, was soll denn das? Und wenn das ganze Heu nicht immer aufgefrischt wird, das Festivalgelände und die Wege, das ist so schlammig. Und mittlerweile ist mir, glaube ich, auch so ein bisschen egal. Ich war gestern auch gut dabei. Und es hat einfach die ganze Zeit geschifft. Aber vor der Bühne merkt man das irgendwie nicht mehr. Und wenn die Haare dann nass sind, lässt sich halt irgendwie nochmal besser headbangen, weil da mehr Gewicht dran ist. Aber mein Nacken war demnach Bart gestern schon durch. Ich habe Marduk echt aushalten müssen. Ja, wirklich, meine kompletten Klamotten richtig nass, als hätte man mich mit Eimer Wasser übergossen. Komplett durchgenässt über die ganzen 5 Schichten, die ich anhatte, keine Ahnung. Und naja, so legt man sich natürlich nicht ins Zelt, heißt, ich habe halt gerade nur Unterhose und T-Shirt an. Und nachts waren es ungefähr, keine Ahnung, 7 Grad. Es ist so kalt. Ohne die Kuscheldecke hätte ich es, glaube ich, nicht überstanden. Da wäre ich erfroren. Also wirklich erfroren. So mit Sterben und so. Man sieht irgendwie, wo meine Hose aufhört und wo meine Socken aufhören. Oh Mann, ey. Das ist ja was eine Warschauer-Wippe ist. Leute. Und bei Alsterglanz im Hintergrund. Hallo. Da wird's gehört. Und hier ist der andere Typ. Ihr braucht einen Antagonisten. Und einen Papierkorb. Da kommt dann drunter. Los, Papierkorb drunter. Das ist wie in der Natur, ist eine Biene, die kannst du auch an Fliegen noch leiern, ja? Junge. Ich glaube, ich hatte ein Bier zu wenig dafür. Nur dumme Ideen. Hier, Mastdarm. Ja, wie willst du dann rochen? Ja, gar nicht mehr wahrscheinlich. Das
mir scheißegal. Ach, Leute. Nein, mach bitte ein Foto da. Ich denke, das reicht soweit. Das ist fest, das kriege ich nicht mehr auf. Ich film's. Eine Bambarolle pro Hand, Junge. Mach ein bisschen das Bier zu kreis. Eigentlich, das YouTube-Video müsste FSK 18 sein. Oder? Ey, es muss das Bier zukleben. Nee, Bier ist ab 16. Bier ist ab 16. Ja, aber rauchen nicht. Das Bier zu kleben ist zwar später. Ich guck mal, da kommen auch Seifenblasen raus, wie bei dem Typen vorhin. Ich hätte zwei volle Bierdosen genommen, also das zwei zu und hätte sie dann aufgemacht. Oh, Leute. Mann, konzentrier dich jetzt, das ist wichtig. Morgens zum Mittag in Deutschland. Noch ein bisschen. Bierkohle! Was machst du denn für eine Scheiße, Alter? Junge! Wow, hallo! Kontinuierlich, das läuft voll Hand hinein, das ist nicht gut. Ja, das reicht. Hast du kleiner aufgeschäumt? Ey, mach mal. Ja, das ist ja Training hier, links, rechts, geht das los hier. Einarmiges Reisen. Ja, schmeckt! Ja, kurz an dem Körbstraining. Ihr seid so behämmert. Ja, guck mal, wie es auch noch schmeckt. Es gibt Festivalschmuck. Herr Wolf. Für Wolle und Bubi Feines. Ey, das heißt nicht. Der wird die Köpfe weich! Der kann sich nicht mal wehren. Ja. Ja, als Mann. Und so ein Wetter ist hier die ganze Zeit, ist unfassbar. I am free! Das nächste. Kannst du sein lassen, aber richtig, ey. Ich war gerade noch mal im Zelt Zigaretten holen und da war so ein Typ, der hat Seifenblasen geblasen und ich habe jetzt die Seifenblasen. Das sind Hello Kitty Seifenblasen, jetzt bin ich glücklich. Der Nebel sieht so geil aus in den Bäumen. Ja. Das ist gar nichts. Thank you.
wieder hier sein zu dürfen. Vielen Dank. Viel Spaß noch mit dem Tod aus Thüringen. Eisregen und Tür. So, mit einer Cuba Libre und Eisregen beenden wir das Festival jetzt noch schön. Vielleicht noch ein bisschen Tür, mal gucken. Abreisetag. Es ist irgendwie schon 10:45, aber es tut sich nicht so wirklich was. Mein Akku ist auch gleich runter. Ich werde dann wahrscheinlich erst wieder filmen, wenn wir zu Hause sind. Es ist alles zugestammt, dass hier alles mit Radlader abgeschleppt werden muss. Und aufräumen können wir auch schon ein bisschen. Mal gucken, wann es hier losgeht.
Hey Leute, das war's mit dem Festival-Vlog. Es ist mittlerweile schon eine Woche später. Noch ein kleines Fazit. Also wirklich, meine Favorites an Bands waren tatsächlich Varg, Eisregen und Marduk. Die haben mir echt am besten gefallen. Ich glaube, das Festival ist ja auch von Varg ins Leben gerufen worden. Also quasi denen ihr eigenes Festival. Auf dem Bändchen ist ja auch dieses Motiv drauf von dem Album Zeichen von Varg. Deswegen schätze ich mal, dass das denen ihr eigenes Festival gewesen ist. Ich fand es auch super, dass es da eine Cocktailbar gibt. Das ist nicht selbstverständlich auf einem Festival, weil da meistens Bier auf dem Imfield verkauft wird. Und es gab auch viele vegetarische, also nicht viele, aber schon ordentlich gute Auswahl an vegetarischen Sachen. Was ich nur nicht so cool fand, dass diese Spültoiletten unglaublich weit weg waren. Ich glaube, die hätte man lieber mehr vielleicht neben den Infield platzieren sollen, dass sie halt wirklich von jeder Seite vom Zeltplatz gleich weit weg waren. Weil, ja, das war halt irgendwie auf dem anderen Zeltplatz und da musste man ewig hinlaufen. Und auch die Dixies gab es irgendwie viel zu wenige und ja, fand ich irgendwie nicht so cool. Da ist man dann abends doch schon eher mal im Waldstück pullern gegangen und nicht extra bis zum Dixie vorgelaufen. Ich fand super, dass diese Schlammsituation von den Landwirten, die da ringsrum tätig waren, mit ihrem Stroh so gut gemeistert wurden. Das fand ich echt klasse. Dass die auch dann so kurzfristig noch mit eingesprungen sind und geholfen haben, das fand ich wirklich echt super. Ja, genau. An sich echt tolles, süßes, familiäres Festival. Kann man sich für die Zukunft auf jeden Fall mal vormerken. Genau, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich bin sehr glücklich, dass es endlich wieder losgeht. Ich hoffe, das bleibt auch so, dass nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr stattfindet. Dass ich wieder schön viele Vlogs für euch drehen kann. Abonnieren auf jeden Fall, um das nicht mehr zu verpassen. Und ganz wichtig, Glöckchen aktivieren. Und ja, kommentiert auch gerne mal, ob ihr dieses Jahr irgendwo auf dem Festival wart oder konzerttechnisch, wie es bei euch da so ausschaut. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye.